Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zurück zu My Little Riding Champion mit Peggy. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich soll das nicht sagen, mit Peggy. P-E-C-I, Peggy. Nicht anders, nicht Perky, nicht Pazi, nicht Pezi, nicht Pesi, nicht Peggy, nicht Percy, Percy. Percy haben auch ein paar. Wie kommt man denn auf Percy? Percy! Das ist P-E-R-C-Y. Das ist Percy. Ich heiße aber Pecky. P-E-C-I. Ihr sagt ja auch nicht zum Pac-Man. Percy-Man. Purse-Man. Pesi-Man. Pesi-Man. Ah! Pac-Man. Der Pecky. Ich muss tatsächlich sagen, es gibt selten... Also... Aber es gibt ab und zu welche und die bin... Aber ich bin so stolz drauf. Ich bin... Wirklich manchmal, wenn ich in einem Stream bin oder irgendwie und ich schreibe irgendwie hey rein oder so und der Streamer sagt, ey, der Peggy grüßt dich. Obwohl er nicht weiß, wie man mich spricht. Und ich feiere das so. Ich feiere das so derb. Aber ja. Vielen scheint anscheinend dann nicht so, dass da ist das Gehirn. Ja. Das Gehirn ist eine komplizierte Angelegenheit, die Menschen. Das kommt Gehirn. Läuft meistens so ein bisschen auf, naja, ich sag mal, Leerlauf. Ja, das Gehirn ist so, das tüttelt so vor sich hin. So. Hauptsache, man hört gerade seine Lieblingsmucke oder ist am Handy, Instagram, WhatsApp. Was gibt's und was haben die? TikTok? TikTok? TikTok on the clock. Kesha, ich kenne den Text nicht. Auf jeden Fall, das Gehirn wird nicht so krass benutzt. Ja? Und vielleicht schafft es deswegen das Gehirn nicht mehr so, die Buchstaben so zusammenzustellen. Das Einzige, was ich durchgehen lassen würde, wäre Pezi. 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 So, wegen dem C. Pezi. Das dann nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das C aussprechen kann. Entweder K, Peggy, oder C, Pezi. Ja, aber da merkt man irgendwie, PC klingt kacke. Wahrscheinlich ist es Peggy. Benutzt eure Gehirne. Und das empfehle ich auch meinem lieben Freund Carsten, der ja offenbar auf Pamela steht. Und wir werden jetzt analysieren, was hier los ist. Die werden ihr sicher gefallen. Ich sehe sie gar nicht, die Blumen. Danke, die sind wirklich schön. Ja. Nimm das für deine Hilfe. Ich werde sie ihr nachher geben. Wünsche mir bitte Glück. Ja, ich bin nicht sicher, ob das macht. Viel Glück. Aber zieh dir vielleicht eine andere Hose an. Ich meine, du mit deiner komischen grünen Trainingshose. Weiß ich nicht. Naja, wollen wir ihr mal sagen, der Pamela, dass Carsten auf sie abfährt. Ach, sie ist gar nicht da. Wo ist denn Pamela? Ja, wir sind ja geil, wir sind ja fertig. Da müssen wir ja trainieren. Wir haben ja gar keine Nebenmission mehr. Hey, geh auf den Weg, was ist das Pferd? Du komischer Schimmel. Ey, Mann, geh aus dem Weg, Mann. So, okay, sehr gut. Nehmen wir den... Was machen wir denn? Doch das Wasser? Nein, wir nehmen die Brücke. So, und jump. Und jump. Hüp. Hüp. Nee, wir müssen uns trainieren fürs Turnier. Wir haben uns den neuen Parcours schon gekauft. Oh, über den... Ja, Ast rein, Bruder. Und dann gucken wir mal. War nicht irgendwo noch ein Rätsel versteckt? Ich glaube, das war bei unserem Reitparcours-Dingenskirchens. Da war wieder dieses Rätsel einer geheimen Person. Ne? Wir haben ja beim einer der letzten Folgen haben wir ein Rätsel gemacht, das wo es so gruselig war, wo es so windig wurde. Und wir wussten ja nicht, von wem dieses Rätsel ist. Und ich glaube, da gibt es einen weiteren Teil von diesem Rätsel. Und der ist, glaube ich, hier vorne bei unserem Parcours, oder? Nein. Ist er nicht. Und hey, Martinovic ist auch schon wieder weg. Das war ein kurzes Vergnügen. Aber okay. Und komm, wir können da oben ins Zimmer schauen. Das ist ja cool. So, wir brauchen... Oh, Alter, mit Mauerhindernis. Jetzt geht's aber los hier. So. Mann, ich konnte mal die ganzen Hindernisse alle auswendig. Aber das kann ich leider nicht mehr. Es tut mir sehr leid. Das war damals bei Riding Star und sowas. Da konnte ich die noch alle. Aber mittlerweile ist mein Hinderniswissen eingerostet.
Oder für irgendeinen Test brauchte ich das? Wow. Das war schon gut hier. Aber mittlerweile weiß ich die leider nicht mehr alle. Die ganzen Hindernisnamen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich muss mein Pferdetheoriewissen mal wieder ein bisschen upgraden. Jo. Seitdem ich halt selber nicht mehr so oft irgendwie im Hof bin, also im Stall bin, habe ich einfach nicht mehr so viel, ne? Da ist mein Pferdewissen einfach ein bisschen, aber das macht nichts. So. Gut. Weiter geht's, zweite Runde und dann haben wir schon ein Level. Ich muss ja mal zwei Level leveln, also auf 12 müssen wir kommen. Wir gucken mal, ob wir das jetzt heute hier schaffen. Sonst haben wir sowieso nichts zu tun, also von dem her... Oh shit, oh shit. Ja, ja. Okay. Miau. Da habe ich einmal zu krass Gas gegeben. Es tut mir wirklich sehr leid. Training nicht erfolgreich. Ach was, aber Rekordzeit, würde ich mal sagen, ne? Wie kann denn das nicht erfolgreich gewesen sein? Das war doch astrein, ja? Das war doch astrein, meine lieben Freunde. So, okay, aber jetzt. Schön, ja, schön im Kanter hier, ne? Gut. Ja, sehr, sehr schön. Ich feiere das. Jetzt müssen wir... Oh, shit, Bruder. Das war natürlich jetzt nichts. Wir müssen das jetzt noch einmal und dann noch dreimal machen. Also insgesamt viermal Trainingsparcours. Und dann wissen wir Bescheid, ob wir zugelassen werden zur nächsten Prüfung. Genau. So, und jetzt noch auf Level 12. Das heißt, wir werden dies jetzt hier noch dreimal machen müssen. Aber das ist ja kein Problem. Das schaffen wir ohne Probleme. Okay, komm. Wollen wir mal Wetten abschließen? Ihr könnt ja jetzt, müsst ihr kurz das Video anhalten und reinschreiben. Wahrscheinlich baue ich euch auch so eine Umfragefunktion ein. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Wie viele Versuche wird Peggy brauchen, um jetzt hier die drei zu schaffen? Ja? Also. Ich muss ja noch dreimal das hier machen. Wie oft, also wie viele Versuche werde ich dafür brauchen? Also sechsmal, das wäre dann für jedes doppelt. Also jetzt haben wir schon einen verkackt gerade. Was meint ihr denn? Also drei ist schon nicht mehr richtig. Also viermal ist jetzt noch möglich, vier Versuche. Oder meint ihr eher sechs, sieben, acht? Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann gucken wir mal am Ende, wer richtig gelegen hat. Und dann schauen wir mal. Muss ich jetzt auch mitzählen. Oh, guck mal, das läuft aber gut so. Ah, Mist, okay, das könnte noch gehen. Das könnte noch gehen mit einmal umschubsen. Könnte das noch funktionieren? Ich bin jetzt hier nicht im Kanter, sondern ich mache das jetzt gerade im Trab. Aber funktioniert eigentlich auch überraschend gut. Ich bin halt so ein bisschen langsamer. Das ist tatsächlich so. Jetzt noch Gas geben. Nicht erfolgreich. Oh, war ich jetzt zu langsam? Ist der Trab zu langsam? Okay. Also, schon zweiter Versuch weg. Jetzt sind wir schon bei 5 insgesamt, ne? Gucken wir mal weiter. Was war das gerade? Habt ihr auch da gerade den Holzblock umhauen gehört? Den Cavaletti? So, okay, Kanter. Und jetzt sehen wir mal. Komm schon, Peggy. Mach mich stolz. Spät abspringen. Aber nicht zu spät. Ja, das Pferd wird auch schon langsam müde. Okay, also noch nicht, aber bald. Jetzt noch 5 Versuche und dann wird es, glaube ich, müde. Okay. Das sieht gut aus. Und Vollgas. Okay. Nummer 1. Also noch sind 5 Versuche realistisch. Wir sind ja jetzt hier bei Versuch Nummer 3. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es in den nächsten 2 schaffen. Ansonsten hätten dann alle, die getippt haben, 5 Versuche, hätten dann hier richtig gelegen. Jetzt schauen wir mal. Ich bin selber sehr gespannt. Mal sehen, bei wie vielen Versuchen es dann doch bleiben wird. Und wer dann von euch richtig getippt hat, da bin ich wirklich sehr gespannt. Oh shit, boy. Das war nix. Jetzt schauen wir, ob wir es trotzdem noch mit einer guten Zeit im Kanter hier schaffen. Normalerweise der eine Riss ist nicht das Problem. Das war ein Problem. Okay, alle, die 5 getippt haben, schon verloren. Jetzt sind wir schon im vierten Try. Gut.
noch einmal. Das wird blöd. Das wird zugegebenerweise blöd. Entschuldigung an alle, die 5 getippt haben. Ihr hattet... Ich weiß, ihr habt an mich geglaubt und ich habe euch enttäuscht. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Wir machen das jetzt hier nochmal. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Oh, das war sehr dumm. Ja. Jetzt wird es wieder heikel. Schaffen wir es denn mit einem Fehler im Kanter? Okay, das war, glaube ich, auch ziemlich knapp hinten. Ah, Mann. Ja, ich springe da ein bisschen zu früh ab bei dem langen Hindernis, ja. So. Okay, das gibt schon die Gesamtwertung von mindestens 7. Mann, ey. Komm, unter den 10. Wir müssen unter den 10 bleiben. Unter den 10. 3 Chancen habe ich noch. Um unter 10 zu bleiben. Das ist sonst nicht ehrenhaft. Oh, das ist aber auch... Ich bin da immer zu kurz. Vielleicht auch zu langsam. Ich bin nicht sicher. Aber noch schneller möchte ich eigentlich nicht. Also, das ist, glaube ich, eher nicht so gut. Spät losspringen hier mit dem Kanter. Der war gut. Ja. Aber das funktioniert nicht. Ich darf gar keinen reißen. 8. Oh Gott, ey, jetzt muss aber stimmen hier. Uiuiui. Also ich zähle immer die nächsten beiden noch mit, die ich auf jeden Fall haben muss. Das heißt, also ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal mit den geschafften auf 8. Also mit denen, die ich noch schaffen muss. Okay, und spät losspringen. Ja, das war sehr, sehr schön. Da muss ich mir echt... Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach hier. Ist ein neues Hindernis, was man wirklich anders springen muss. Ist immer Umgewöhnung. Okay, Wasserhindernis eigentlich ohne Probleme. Und spät losspringen. Das war zu früh. Okay, hat aber funktioniert. Okay. Immer noch auf 8. Jetzt gucken wir mal. Letzte Chance. 2 habe ich noch, wenn ich unter 10 bleiben will. Also, die letzte Chance quasi. Wenn ich so schaffe, bleibe ich auf 8. Dann haben alle, die 8 getippt haben, haben hier gut geschätzt. Haben mich gut eingeschätzt. Okay, super gut. Super spät losgesprungen. Das heißt, wenn ich jetzt den letzten reiße, werde ich es trotzdem schaffen. Aber ich versuche ihn nicht zu reißen. Aber... Was kann da vor? Was passieren? Eieiei. Okay. Spät losspringen. Ah, Mann. Sehr gut. 8. Wir waren bei 8. So, und jetzt kann ich zum nächsten Turnier gehen. Gut. Also, an alle, die jetzt getippt haben, 8 Versuche. Herzlichen Glückwunsch an euch. Was ist hier im Briefkasten? Ich werde es mir anschauen, aber erst in der nächsten Episode. Bis dann, es bleibt spannend. Ciao.